Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Deine Klasse. Boah, warum ist denn das? Also dieses Schreien ist echt laut. Also was mir aufgefallen ist, als ich das Spiel wieder angemacht habe, es ist wie bei Resident Evil. Bei Resident Evil war ja irgendwie, sie betreten eine Welt des Grauens, viel Glück oder irgendwie sowas. Und hier kommt, bist du bereit für Dino Crisis oder so? Irgendwas kam da auch davor. Also das haben sie schon übernommen. Ich habe immer noch nicht geguckt, wann ich wieder rauskam. Wir sind auf der Memory Card Nummer 1 unterwegs. Die heißt eigentlich Dino Crisis. Schade, dass die hier Memory Card 1 heißt. Naja, egal. Wir haben zwei Speicherstände. Hier habe ich den... Wir haben uns dazu entschlossen, unseren guten Cooper zu retten. Unseren Kamerad, der hieß Cooper, oder? Ich überlege aber schon die ganze Zeit, ob der nicht doch irgendwie schon hinüber ist. Ich habe die Kantenkleidung eigentlich an. Man muss die scheinbar immer wieder anmachen. Aber ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher. wir schauen erstmal ganz kurz. Ich habe mich voll gefreut, wieder aufzunehmen. Genau, wir könnten jetzt links runter, da würden wir den Kirk retten. Aber ich will irgendwie... Irgendwie habe ich heute so das Rettungsding. Ich muss nur mal schauen, dass wir jetzt auch in die richtige, tatsächlich in die richtige Richtung gehen. Unser Zielpunkt ist da unten. Wir können überall durch. Wir haben alles aufgemacht. Im Grunde genommen müsste das hier die richtige Tür sein. Ich finde das immer noch sehr cool, dass man sie jetzt sieht, wie sie die Tür aufmacht. Was soll das? Ach so, stimmt. Es gibt ja jetzt hässliche Musik. Ich überlege gerade, ob die Steuerung hier doch irgendwie anders ist. Ach nee, wir sind falsch. Doch die falsche Richtung gegangen. Blöd. Also bei diesen Steckern scheinbar kann man immer wieder sich Zeug holen, gell? Wenn man leer ist. Das ist auch sehr cool. Also wir haben jetzt drei Stecker. Hoffentlich kann man die schön stecken bis 30 oder so. Oder ob das jetzt ein bisschen anders ist. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, weil bei Resident Evil 1, da war es ja noch... Ja gut, das muss vorher gewesen sein. Ja, natürlich war das vorher. Natürlich war das vorher. So, jetzt gucken wir mal hier. Warte mal, die Zeit ab. Falsch. Ist das hier die... Das ist die Umkleide, das weiß ich. Also wo ich jetzt, mir fehlt so ein Pfeil. Na gut, da ist eine große Tür. Man könnte natürlich auch durch die große Tür gehen. Große Türen markieren Eingangshallen. So, geh mal nur hin. Warte mal jetzt, bin ich nicht schon? Warte mal, Karte. Wir sind jetzt da. Wir sind da reingegangen. Also müssen wir eigentlich nur geradeaus durch. Zip. Ist jetzt ein bisschen falsch rum alles irgendwie auf der Karte. Ich weiß auch nicht. Vorhalle? Ja, genau, die Vorhalle war es. Ein bisschen seltsam. Ich weiß auch nicht. Da kam einer reingeflitzt. Ich finde diese Mechanik mit diesen ganzen Knöpfen drücken so cool. So, da sind wir nun. Rein da. Wir werden dir nun helfen. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Und der wird mir irgendwie nützlich sein. Nur deswegen machen wir das. Gang zum großen Fahrstuhl. Gehen wir jetzt schon ins Labor? Nee, oder? Oh, hallo! Wie ist denn der an dem vorbeigekommen? Irgendwo ist ja noch einer scheinbar. Sieht aus, als wäre es von etwas aufgerissen worden.
Oh oh. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? wir haben leer. Wir kommen gleich wieder, kleiner Dino. Ich habe mir natürlich, ich hätte mir mal eine Karte malen sollen, damit ich weiß, wo ich irgendwas zurückgelassen habe. Habe ich aber leider nicht. Ich will jetzt auch meine Schrotflinte nicht nehmen, weil wir brauchen die Schrotflinte garantiert noch für irgendwas anderes. Ich habe auch schon auf der Karte, nee, auf der Packung hinten gelesen, dass, also hier lag nur Betäubung, das brauchen wir nicht, dass man auch vor dem T-Rex weglaufen soll. Davor habe ich irgendwie Angst, weil alles, mit dem man am Anfang schon gemerkt hat, hat der Controller ganz wild vibriert. Boah, das wäre bestimmt mit dem DualSense voll geil. Ja, okay, also ich bin dafür, wir brauchen unbedingt ein Remake auf der PlayStation mit dem DualSense. Das wäre ja, das wäre krass. Boah. Da könnten sie sowas einbauen, wie bei Jurassic Park, wo man so die Pfütze sieht und wenn der T-Rex so auftritt, dass die Pfütze sich dann so bewegt. Das könnten die ja voll in dem DualSense reinmachen. Dass dann diese Vibration von innen nach außen so weitergeht. Boah, das wäre geil, oder? Jetzt arbeiten sie ja gerade daran, Temperaturen herzustellen oder Temperaturen, diesen Controller temperaturfühlig zu machen. Boah, da freue ich mich auch schon drauf, wenn das tatsächlich so ist. Wir sind jetzt hier irgendwie ein bisschen doof. Wir gehen jetzt mal raus. Ich hoffe, ich finde den richtigen Ausgang. Ja, also das könnte ich mir echt mega vorstellen mit so einer Wasserpfütze. Boah. Ich hoffe, ich konnte es gut erklären. So, ich möchte mal hier rein. Ich hoffe, da ist jetzt kein Dino-Line drin. Warum auch, wie das auch immer da reinkommen soll. Fahrstuhlhalle. So, hier wurde nur jemand gesnackt. Lag hier nicht auch was rum? Was soll das? Hm. Lag hier nichts rum? Ich möchte... Warte mal, was ist das? In dieser Notfallbox kann Munition gelagert werden. Zum Öffnen der Notfallbox werden zwei Stecker benötigt. Willst du den Stecker benutzen? Nee, erstmal nicht, weil irgendwo liegt hier noch was rum. Ich weiß halt nur noch nicht wo. Hier sind Aufzüge. Nee. Wir sind erstmal im Aufzugraum. Wie sind wir da hingekommen? Ich wollte doch eigentlich da unten in den Raum. Hä? Ich habe irgendwo wieder die falsche Abbiegung genommen. Da kamen wir her. Da muss man wieder hin. Ja. Ja, genau. Lag hier hinten noch irgendwo was? Ne. Lag da oben was? So. Ich hätte gern bitte Munition. Ach, das war der doofe Vorlesungsraum. Hier gab es doch gar keine Munition. Entschuldigung. Ich möchte meine Schrotflinte nicht benutzen. Ich habe echt gedacht, ich kann hier einfach so alles abknallen, aber scheinbar muss man die eher betäuben. Ich habe praktisch das, was ich in Resident Evil gelernt habe, nicht direkt umgesetzt. Zumal ich am Ende... Gibt es hier eine Magnum? Ich hätte gerne eine Magnum. Da hatte ich am Ende echt viel von Magnum. Das war jetzt aber ein bisschen doof. Okay, wir gehen. Ja.
Zumal ich hätte ja einfach an den doofen Viechern vorbeirennen können. Oh, Toilette. Gehen wir mal schnell die Strohlern hier. Da. Bitte Munition. Heilmittel. Verstärkt die Wirkung von heilenden Gegenständen. Null Schrot. Wiederbelebung, Blutstiller, Betäubung. Super. Mal wieder hier. Okay, gut. Wir werden nun hoffentlich liegt der Dino da noch, aber ich glaube nicht. Aber hier habe ich alles schon mitgenommen. Das war ja eins der ersten Räume. Ja. Wir könnten mal schauen, was da unten ist. Kann ich eigentlich Objekt prüfen, nutzen? Es ist unnötig, das jetzt zu benutzen. Betäubung. Ha. Vermutlich hat das Spiel recht. Wir gehen nochmal schnell zurück und gucken, was da rumliegt. Bei dem, der unbedingt den Dr. Kirk finden will. Bitte? Danke. Falsche Abbiegung genommen. Da müssen wir wieder durch den Speicherraum. Das Interessante ist halt, hier scheint auch niemand gearbeitet zu haben. Die paar Leichen, die wir gefunden haben, waren ja überall Roboter. Ich doch gar nicht. So, Blut markiert die Speichertür, glaube ich. Ah, wir können doch nochmal in den Waffenschrank gucken, ob da vielleicht noch was drin ist. Wenn wir einmal hier sind. Hallo, Sir. Nee, leider habe ich alles mitgenommen. Ach, Sir. Aber der liegt da noch so. Also der liegt da, als ob der nochmal aufsteht. Spannend, wann er unseren Rücken fällt, der Dödel, ey. Nee, wir haben nichts geschafft. So. Bitte, was ist das? Gegenstand neben Blutstiller. Nee, ey. Wir gehen. Hat keinen Sinn. Okay. Wir müssen scheinbar an den ganzen Viechern jetzt vorbeirennen. Gefällt mir jetzt nicht so gut unbedingt, aber wir haben nur noch einen Inventarplatz frei. Deswegen. Bisschen doof das alles gerade. Wo ist mein Zettel? Ich habe meinen Zettel nicht da. Okay. Ich hatte irgendwas auf meinen Zettel geschrieben über den anderen, über den einen Typen da. Mal schauen, was gerade da hinten war. Ach, da war auch was, ja. Nee. Wir gehen dahin, wo wir hin sollen. Machen jetzt mal hier keine
sind schon genug rumgewandert. Gut, also aus diesen, rechts aus denen kann ja eigentlich nichts rausspringen, weil das scheint ja sehr weit unten zu sein. Oder ist es einfach nur sehr dunkel? Ich komme ja von und zu. Gang zum großen Fahrstuhl. Da wir nur eine kleine Knifte haben, muss ich mal gucken. Okay, außerhalb. Zielpunkt gibt's noch nicht. Bereich B1, Bereich F2F. Oh, Bereich 2F, da hätte ich vielleicht hingehen sollen. Da lag bestimmt noch ein Haufen rum. Wir werden mal... So funktioniert es also. Ah, ich hab's geschafft. Oh. Pfeile M. Ich fühle mich nicht gut damit, muss ich alles sagen. Oh, klebst du wieder. Aufstehen. Au! Du Blödi! Was muss ich jetzt tun? Ach, scheiße, das war doof. Okay. Wir bluten. Wir bluten. Wir nehmen jetzt mal einen Blutstiller. Objekt, Blutstiller, nutzen. Krass. So. Durch ihre Größe sind diese Kugeln noch zerstörerischer als SG-Kugeln. Oh, jetzt haben wir wieder 5. Ja gut. Du kleiner Dino. Wie er mich einfach am Arm gepackt hat. Wiederbeleben, ja. Verleiht ein neues Leben in voller Kraft. Bin mal gespannt, wie das funktionieren soll. Boah, nee, wie soll ich denn die treffen? Oh Gott, das ist ja mein Tod. Das ist jetzt mein Untergang. Au! Oh nein! Also hier müssen wir unbedingt weg. Ich muss gerade mal gucken, warte mal. Karte. Nee, halt, stopp, das nicht. Kommen wir da rein vielleicht? Sieht aus wie ein kleiner Fahrstuhl. Stopp. Oh.
unnötig. Es ist unnötig. Warum ist hier alles unnötig? Ist hier doch Heilmittel schon da? Warum soll ich denn das mixen? Prüfen. Verstärkt die Wirkung von heilenden Gegenständen. Was? Oh, danke schön. Oh, da ist eine kleine Tür. Steuerzentrale für großen Aufzug. Ach, guck mal da. Der hat eine kleine Uzi. His wounds are pretty bad. We have to move him someplace safe immediately. DDK Code Disk L aufgesammelt. Oh, L haben wir noch nicht. Wir haben zwei Stecker gerade mal. Och, ich habe den einen mal einen benutzt, glaube ich. Oh. Was mir gerade auffällt, die sprechen genauso leise wie bei Kudelka. Findet ihr übrigens auch auf meinem Kanal. Aber Kudelka hat eben halt deutsche Synchro, aber dafür keine Untertitel. Aber die deutsche Synchro war sehr gut. Empfand ich als sehr gut. Also wir sprechen nochmal schnell mit ihm. Wahrscheinlich steht dann da sowas wie, er sieht den toten Mann an. This looks pretty bad. Listen, I'll take care of it. Okay, er will sich um die Leiche kümmern. Du weißt aber schon, dass wir hier nicht bei Resident Evil sind. Der steht nicht nochmal auf. So, hier ist wieder eine Blutspur. Wahrscheinlich hat er sich schon hier gerettet. Ja, denn wir sind wieder draußen. Jetzt sind zwei da! Sag mal. Der bleibt jetzt da, weil wir sind die Einzige, die hier was machen kann. Oh, sind da. Gegenstand neben Betäubung. Ja. Betäubung aufgesammelt. Super. Oh, nein, Glück. Ich habe schon Angst gehabt, wir müssen wieder raus. Ich möchte nicht raus. Gang zur Stromversorgung. Was ist denn eigentlich unser Zielgrad? Boah, nee, jetzt sind die hier überall. Das ist aber nicht schön. Wir sind auf einer sehr kleinen Insel scheinbar. Hier ist einfach überall der Abgrund. Oh, ein Glück. Ich werde die nicht treffen, das sage ich euch, wie es ist. Ich treffe die einfach nicht. Ich werde am Ende keine Munition mehr haben und ich werde diese Viecher nicht getroffen haben. Ohne Disk. B1 Krankenkarte. Ach nee, Krankarte. Die Karte scheint zum Transport von Chemikalien genutzt worden zu sein. Oh, cool. Okay, was haben wir hier? Das sieht sehr auffällig aus. Was ist das? Nichts. Oh, ist das wieder ein Rätsel? Ach, wie schön. Ich gucke erstmal schnell. Ach, wie schön. Was machen wir jetzt hier? 1, 2 oder 3. Oh, da ist ein Zettel. Vorsicht bei der Bedienung des Versorgungsrohrs. Durch das Starten des Hauptmotors kann der große Fahrstuhl angetrieben werden.
wird aus Versehen das falsche Rohr herabgelassen, so kann es durch einen Druck auf den Knopf desselben Terminals in seine Ursprungsposition zurückgebracht werden. Ha. Na, das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen doof. Ich habe doch gar keine Farbkombination. Gucken mal, wir drücken erstmal das hier. Welchen Taste drücken? Grün. Hm. Kann ich hier so eine Taste drücken? Welche Taste drücken? Rot. Ha. Ich muss gerade mal gucken, was hier los ist eigentlich. Wir müssen da auf jeden Fall hinten dran kommen. Wir müssen die miteinander verbinden. Zeig ich mal her hier. Ja, es sieht irgendwie komisch aus, was ich da gemacht habe. Grün. Ja, läuft, oder? Dann machen wir hier bei Rot. Ah, okay. Alles klar. Mal hier grün wieder weg. Geh mal dafür blau. Nee, rot. Ha. Warte mal. Ich glaube, wir sollten die hier als erstes drücken. Grün. So, und jetzt sehen wir hier mal hier rot und blau weg. Machen wir hier an. Rot. Oh. Okay, wir müssen erstmal blau wegnehmen. Was ist denn, wenn ich hier blau drücke? Nichts. Okay. Hier blau. Ah, falscher Knopf. Ich würde gern hier rot drücken. Bringt das was, wenn ich hier rot drücke? Nee. Nicht so. Mach mal rot wieder hoch. Was ist, wenn ich jetzt hier hinten einen grün drücke? Nee. Das war doof. Wir müssten eventuell rot hier nehmen. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt nur irgendwie blau.
Ich glaube, wir fangen hier mal anders an. So, ich male mir das mal gerade ganz kurz auf. Also, die Grünen sind lang. Grün sind jeweils so. Das ist grün. Dreh dich mal. Rot. Rot ist so und demnach so. Das ist rot. Blau. Und blau ist dann nach oben. Und demnach so würde ich sagen. Das ist blau. Okay. Rot geht nach unten. Schreiben wir mal auf. Rot unten. Blau oben. Grün, egal. Grün muss irgendwie passen. Also, wo habe ich denn Rot hochgemacht? Natürlich ganz vorn. Okay. So. Wenn Blau nach oben geht. Wir nehmen jetzt mal hier Blau. So, wir haben jetzt in der Mitte Blau. Geht nach oben. Dann könnten wir hier, was passiert, wenn ich hier Grün nehme? Nee, wir müssen die übereinander legen. Okay, wir haben da jetzt blau. Was ist denn, wenn ich hier hinten jetzt grün nehme? Vielleicht sollte ich mir auch aufmalen, was ich hier gerade drücke. Für einen Tod, wenn wir das jetzt irgendwie mal hinkriegen. Blöd ist, ich habe jetzt nur so einen ganzen Mini-Zettel. Also, wir haben 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier haben wir B. Okay, warte mal. Grün. So, jetzt haben wir nämlich hier blau oben drauf. Obwohl, rot geht nach unten, dann nehmen wir hier mal Rot. Okay, das ist ja gut. Rot. Das Problem ist eben halt jetzt, warte mal. B, G, G, Rot. 1. Nehmen Blau nehmen. Blau. Also ich finde, das sieht schon bisher ganz gut aus. Wir gucken mal ganz kurz. Wir bräuchten jetzt.
Ja gut, das ist aber alles auf einer Linie. Das heißt, wir würden da niemals hinkommen. Da muss ich ja das Rote auf irgendeins drauflegen, damit es nach oben geht. Ich brauche echt einen größeren Zettel. Könnte sich hinziehen jetzt. Wenn ich das Rote... Warte mal, mach mal Blau wieder hoch hier. Wir machen Rot wieder hoch. Rot. So, dann machen wir hier mal Rot. Ja, das ist zu weit unten. Obwohl, wenn ich jetzt hier drüben auch Rot nehme, nee. Okay. Halt, stopp. Wir nehmen hier Rot. Fast. Jetzt hat es, glaube ich, Klick gemacht. Warte mal. Haben wir hier grün weg? Machen wir mal den Stift zumachen. Grün mal weg. Dafür machen wir da rot hin und dann haben wir wenigstens das so. Rot kommt aus der Mitte weg. So, rot machen wir jetzt an den Rand. So, hätten wir das. Wenn das jetzt natürlich so einfach ist, wie ich es mir gerade denke, dann ist das echt gemein. Gar keine. Obwohl, können wir versuchen, blau. Ernsthaft? Das ist doch wirklich so einfach. Sag mal, mach das doch nicht. Ja, wir müssen erst grün nehmen und dann blau. Das war mir eigentlich fast klar. Ach, ich wusste nicht, dass das über zwei Dinger drüber geht. Das ist halt echt doof. Ich hab gedacht, das wäre nur eins. Aber das Rote geht ja auch über zwei Dingers. Oh Gott, red mal nicht rüber. Ja, man sieht, dass es über zwei geht. Ach, ist das doof. Entschuldigt bitte. So, jetzt machen wir noch einmal blau. Okay. Ich habe es mir nicht gemerkt. Ich habe keine Ahnung. Falls wir jetzt sterben, müssen wir es eben halt alles nochmal machen. Auf jeden Fall das als letztes. Ich kann es mir ja mal aufmalen. So. So. Mitte grün. G. G. Dann haben wir
Er. Und dann hätten wir hier B, B. Wir müssen mit Rot anfangen. Fangen wir einfach mal da an. Rot. Rot. Grün. Nee, vier, drei. Drittens. Viertens. Und dann ist eigentlich Wurscht, oder? Fünf haben wir hier. Fünf. Und dann müsste das hier sechs sein. Ja, das ist doch mal super jetzt. Da kann man aber nicht meckern. Hoffentlich haben die Dinos jetzt Angst. Hallo? Oh, das wären sonst wir gewesen. Muss ich hier eigentlich jetzt irgendwas machen, da an dem Ding? Womöglich ein Ventilator für die Belüftung. Der Ventilator wird vom Antriebsraum aus gesteuert. Au! Aufstehen! Aufstehen! Danger! Ne, doch keine Danger. Okay. Lass mich in Ruhe. Angst vor euch. Kann man sich hier eigentlich auch Karten mitnehmen irgendwie? Aus dem Bereich, die Karte hängt an der Wand. Da hat eine. Ach ja! Da erklärt natürlich einiges. Ah, ja. Bist du wieder da? Ich habe alles angemacht. Siehst du das? Computerterminals zum Überwachen und Aufzeichnen der größeren Gerätschaften außerhalb der Einrichtung scheinen dazu benutzt zu werden, die Benutzung des großen Fahrstuhls sowie den Flugverkehr auf dem Heliport zu kontrollieren. Er blutet. Das Blut hat begonnen zu gerinnen. Willst du ein paar Blutstiller? Er kümmert sich um Toms Wunde. Hey, ich dachte, er ist tot. Über Fragen hier. Bitte tut mir nichts. Ich habe hier nichts mit diesem Flugverkehr zu tun. Bisschen Angst gerade. Willst du das Steuerfeld mit Strom? Ja, klar. Und du? Du solltest so schnell es geht zu Rick und Tom zurückkehren. Wieso das denn? Aber okay. Finally, we have access to the elevator outside. Good. Now we can head straight down to the underground. Ach, der lebt doch noch. Großer Fahrstuhl.
Der hat ein Scharfschützengewehr. So you saw the beast, right? Yeah. Pteranodon, wasn't it? I meant you saw that it was a real dinosaur. It's unbelievable. Didn't I tell you? This is just like that movie. Wie in diesem Film. Wir wissen alle, über was sie reden, oder? Ausführungsraum B1. Regina. We have to hurry. Tom's not going to last much longer. I'll clear a path by moving these containers. You just keep an eye on Tom. Okay, wir sind da. Wir haben keinen Zielpunkt. Okay, hier ist alles voll. Kann ich hier rein? Sieht aus wie eine Notluke aus. Die kann nicht von dieser Seite geöffnet werden. Schade eigentlich. Okay. Da ist ein leeres Regal. Okay, was gibt's hier? Tja. Kann ich hier drüber? Nee. Okay, wir müssen hier rumfummeln. Wir haben doch die Steuerkarte. Krankarte. Ja, klar, will ich den bedienen. So, Programm. Release. Ich muss gerade mal gucken. Ja, also das war immer gar nichts. Gut, ein nach drüben. Buck. Dann nach hinten. Und dann Release. Start. Ja, fast. Nee.
Okay. Zwei nach oben. Hook. Ah! Dann haben wir das Ding. Drüben, eins nach unten, Release. Dann ist es auf dem Platz von dem anderen. Ich habe gerade einen wunderbaren Latte Macchiato bekommen. So, aber jetzt gucken wir mal. Wir müssen das da wieder wegkriegen. Also. Im Grunde genommen gehen wir zwei nach oben. Eins nach drüben. Eins nach unten. Hook. Na, ob das jetzt funktioniert. Ist doch super. Will do. Concentrate on the mission and leave the rest to me. Right. Es ist unsere Mission. Cool. Das hat wieder Spaß gemacht. Ich mag die Rätsel echt wirklich sehr gern. Der Tote hat ein Memo. Willst du es lesen? Klar. Heute erledigen, die neuen DDK für den Laborbereich vorbereiten. Morgen muss ich in den Computerraum, um Dr. Kirks Rechner zu warten. Ich glaube, ich habe gestern einen DDK beim großen Aufzug im Hinterhof liegen lassen, als ich ihn gewartet habe. Ich sollte das heute noch überprüfen. Den anderen DDK hat dieser Neue im Laborbereich, dieser Tom, glaube ich. Ich werde ihn mir von ihm borgen müssen. Ich weiß nicht, wie dieser Typ es angestellt hat, aber er scheint Kirks volles Vertrauen zu haben. Niemand weiß etwas darüber, was er vorher gemacht hat. Ah.
Teile im. Vier Pfeile S plus hergestellt. Ja, das ist ja jetzt doof. Ich habe irgendwie gedacht, ich krieg weniger. Nee, ich habe einen Platz dann, aber. Materialzugang. Oh, das ist eine andere Farbe. Hey, wo bin ich? Halle B1. Hä? Wo bin ich denn nun? Gang zur Krankenstation. Der war immer der Speicherpunkt ganz gut. Geht's denn nach unten? Hä? Oh no! Okay, sie sind gegangen. Ihr seid böse. Ich kenne so Typen wie euch. Ich kenne euch von Jurassic Park. Rick. Ich war so schnell ich konnte. Ach, na toll, war ja klar. I'll be in the control room. Wie einfach geht. Ey, ich war voll schnell. Es war nicht auf jeden Fall nicht meine Schuld. Bin hier im Speicherraum. Ja, wir sind im Speicherraum. Cool. Das ist ja perfekt jetzt. Aber erst guck mal uns mal hier alles an, was wir haben. Es macht echt so einen Spaß. Ehrlich. Die Datenkarte kann neu beschrieben werden, wenn das Personal wechselt. Ah, super. Das ist ja cool. Sehr gut. Blöd ist, dass man ihn nicht eine Notiz, die offenbar an den diensthabenden Arzt gerichtet ist. Willst du es lesen, ja? Dr. Sherwood, die ID-Karte auf dem Tisch gehört einem meiner Patienten. Bitte geben Sie sie an Oberst Clay, wenn Sie ihn sehen. Er sagte, er würde eine Konferenz im ersten Stock abhalten, um das heutige Experiment vorzubereiten. Bitte denken Sie daran, ihm die Karte zu geben, da er der Sache dort ja schließlich beiwohnen sollte. Okay. Hat er irgendwas für uns? Er hat doch jetzt die Uzi. Gib uns die. Es ist Toms Leiche. Er wurde brutal aufgeschlitzt. Hey, gib uns gefälligst. Was soll das? Och, es ist Toms Leiche und er gibt uns seine Waffe nicht. Och, Toms Leiche, was soll das? Inventar voll. Betäubung. Super. Das haben wir gelesen. Ist das hier auch noch zum Lesen, wenn es da liegt? Nee, das ist nicht zum Lesen. Sieht sehr alt aus, zeigt die Teile des Hirnstammes samt Nerven. Ja! Wir nehmen natürlich Speicherpunkt 2.
Aber ich glaube, das hier war nur optional. Das andere ist sowieso das ist der Hauptstrang, oder? Also wir haben ihn optional nicht gerettet. So. Damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen... Das ist nicht gut. Einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und... Wie gesagt, ich weiß nicht, wann wir jetzt mit Dino Crisis weitermachen werden. Es wird aber... Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, wann der nächste Livestream, wann der nicht stattfinden wird. Aber nächste Woche, wie gesagt, sind ja erstmal Livestreams am Freitag und am Samstag. Deswegen geht es erst einmal, nicht so früh weiter mit Dino Crisis. Aber wir werden es natürlich weiterspielen, das ist ja wohl klar. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid, wenn es weitergeht. Habt einen schönen Abend. Ich hoffe, noch einen beruhigten Rest Ostersonntagabend, wenn heute für euch Ostersonntag ist. Ansonsten natürlich auch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wir sehen uns bei den Livestreams, bei den Let's Plays oder bei Dino Crisis wieder. Bis dann. Tschüss.